Die sexuelle Fortpflanzung der Tiere und Blütenpflanzen unterscheidet sich fundamental. Bei den Tieren erzeugen die Individuen der Elterngeneration die Gameten. Das sind die Eizellen und Spermien. Nach der Befruchtung entwickeln sich daraus die Individuen der Folgegeneration. Die entstehenden Nachkommen sehen den Elterntieren sehr ähnlich. Die Elterntiere sind diploid. In ihren Eierstöcken und Hoden bilden sie durch Meiose die haploiden Gameten. Wenn diese miteinander verschmelzen, entsteht die diploide Zygote, aus der das Jungtier hervorgeht. Nehmen wir als Beispiel die Zebras. Geschlechtsreife Elterntiere bilden Eizellen und Spermien. Die daraus entstehenden jungen Zebras sehen in etwa wieder so aus wie ihre Eltern. Sie haben vier Beine, ein schwarz-weiß gestreiftes Fell und ernähren sich von Gras. Soweit so bekannt und simpel. Man würde vermuten, alle Lebewesen haben die sexuelle Fortpflanzung auf diese Weise organisiert. Dem ist aber nicht so. Die Blütenpflanzen machen einige Dinge ganz anders. Ihre sexuelle Fortpflanzung ist etwas komplizierter, was wir daran erkennen, dass sie offenbar zusätzliche Schritte enthält. Wir wollen verstehen, wie sie funktioniert. Wenn wir bei einem Spaziergang im Wald einer Pflanze begegnen, dann sehen wir den Sporophyten. Der Sporophyt ist die für uns sichtbare Pflanze. Wenn wir einen Blattsalat oder eine Gemüsesuppe essen, dann haben wir Sporophyten im Teller. Der Sporophyt ist diploid. Möchte er sich sexuell fortpflanzen, bildet er Blüten. Die Blüten sind die Fortpflanzungsorgane der Blütenpflanzen. In den Blüten drin entstehen durch Meiose die haploiden Sporen. Dieser Schritt ist wichtig und unterscheidet sich von den Tieren. Durch die Meiose entstehen haploide Sporen und keine Gameten. Die Sporen sind einzelne Zellen, mikroskopisch klein und werden nicht freigesetzt. Sie stellen lediglich einen vorübergehenden Zustand dar und entwickeln sich über mitotische Zellteilungen zu einem vielzelligen Gametophyten. Der weibliche Gametophyt oder Embryosack entwickelt sich im Innern des Fruchtknotens und bleibt sein ganzes Leben lang darin eingeschlossen. Der männliche Gametophyt oder Pollen reift im Staubbeutel heran und wird freigesetzt. Embryosack und Pollen sind selbstständige, vielzellige, kleine Pflänzchen, allerdings ohne Blätter und Wurzeln. Sie sind die Folgegeneration, die vom Sporophyten erzeugt wurde. Man erkennt das auch daran, dass sie sich genetisch voneinander unterscheiden. Der Sporophyt ist diploid, die Gametophyten sind haploid. Die Rolle der Gametophyten ist entscheidend. Der Embryosack ist nicht eine Eizelle, sondern eine selbstständige kleine Pflanze, welche die Eizelle erzeugt. Das gleiche gilt für den Pollen. Ein Pollenkorn ist kein Spermium, sondern eine selbstständige, vielzellige Pflanze, welche die Spermien bildet. Weil das verwirrend sein kann, machen wir den Vergleich mit den Tieren. Die Elterngeneration ist unmittelbar an der sexuellen Fortpflanzung beteiligt, denn sie produziert die Gameten selbst durch eine Meiose. Bei den Pflanzen erzeugt der für uns sichtbare Sporophyt keine Gameten. Er durchläuft zwar auch eine Meiose, daraus entwickeln sich aber eigenständige, haploide Individuen, die Gametophyten. Man könnte auch sagen, der Sporophyt lässt fortpflanzen. Er selbst erzeugt keine Gameten, sondern delegiert die Gametenbildung an den Gametophyten. Embryosack und Pollen sind eine Art Zwischengeneration, deren einzige Aufgabe darin besteht, Eizellen und Spermien zu produzieren. Wenn die Gameten schließlich vorliegen, ist der weitere Weg bei Pflanzen und Tieren identisch. Die Verschmelzung von Eizelle und Spermium ergibt eine befruchtete Eizelle oder Zygote. Daraus entwickeln sich durch Mitosen entweder das Jungtier oder ein junger Sporophyt, also eine für uns sichtbare Pflanze. Fassen wir zusammen. Im Lebenszyklus der Tiere
ist jede Generation gleichzeitig für vegetative Aufgaben und die sexuelle Fortpflanzung zuständig. Ein einzelnes Zebra sucht sich Nahrung und erzeugt durch Meiose die Gameten für die Fortpflanzung. Nach der Befruchtung entstehen daraus die Jungtiere der Folgegeneration, die ihrerseits wieder Futter suchen und Gameten produzieren. Was bei den Tieren so naheliegend und logisch klingt, ist bei den Blütenpflanzen getrennt. In ihrem Lebenszyklus gibt es zwei ganz verschiedene Generationen, die sich auch unterschiedlich fortpflanzen. Damit besitzen Blütenpflanzen einen Generationswechsel. Der Sporophyt ist die erste Generation und auf vegetative Aufgaben spezialisiert. Mit seinen Wurzeln nimmt er Wasser und darin gelöste Nährstoffe auf, mit den Blättern macht er Photosynthese. In seinen Blüten erzeugt er durch Meiose die nächste Generation. Das sind die Gametophyten. Sie sind die zweite Generation und auf die sexuelle Fortpflanzung spezialisiert. Ihre einzige Aufgabe ist es, die Gameten zu erzeugen. Nach der Befruchtung entsteht ein neuer Sporophyt. Sporophyt und Gametophyt wechseln sich ab. Jede Generation bringt die jeweils andere hervor.